Hallo und herzlich willkommen zurück bei Dragon Ball Xenoverse hier mit Tanto. Ja, letzte Folge war mal ein bisschen mehr Action, da haben wir mal ein bisschen gekämpft und ich würde gerne jetzt weiter kämpfen. Aber erstmal so eine Nebenquest, eine Parallelquest, sagen wir es mal so. Sagen wir es nicht nur so, es ist ja so. Damit wir da vielleicht noch ein bisschen besser klarkommen. Was? Alle? Wir nehmen jetzt. Warte mal. Das haben wir ja geschafft. Wettkampfteam? Weltkampfteam. Wow, der Weltkampf 3 gegen 3 läuft. Belohnung, einiges. Gegner, oh. Und wen dürfen wir? Also wir müssen gegen Yamcha, Krillin und Tenshinhan kämpfen. Und mit wer kämpft mit uns? Was muss man hier noch machen? Wissen wir nicht. Steuere mit Trunks Führung die Zeitmaschine, um die Parallelquest anzugehen. Komm, wir machen mal den Weltkampf hier, das Weltkampfteam. Jetzt aber los, viel Glück. Ah. Jetzt ergibt's den Schuh. Wir nehmen natürlich an erster Stelle unseren Krieger, Tanto. Natürlich nehmen wir noch so einen Goku dazu. Yes. Damit wir noch umkleiden können. Nö, wir können ihn nur ausziehen. Yay. Hm, wir nehmen noch Piccolo. Da können wir doch gar nicht verlieren. Also bitte. Mit Tanto. Mach mal locker. Ah, okay. Können wir auch zwischen denen wechseln? Wow, und ab geht er. Komm, wir kümmern uns erstmal um Tension an. Zack. Wow. Komm schon. Seems like I'm being underestimated. Right then, not gonna be holding back. Are you ready? Ey, die haben so losgelegt, alle anderen, und jetzt ist da Eppo, oder was? Da tut sich ja gar nichts mehr bei denen. Wow, wow, wow. Jawohl, der hat jetzt wenigstens mal gesessen. Und wir haben nur 14 Minuten dafür. Na gut, 14 Minuten sollten dafür reichen. Komm her, Tension an. Viel fehlt nicht mehr bei ihm. So, er ist K.O. Yamcha, komm her. Son Goku hilft ein bisschen dabei. Die haben aber auch noch genug Energie. Jetzt muss ich aber mal kurz einmal, ich ziehe mich mal ganz kurz zurück. Die kämpfen da hinten. Kann ich jetzt zwischen denen wechseln? Da können wir reden, da können wir das machen. Das brauche ich nicht. Den Scouter können wir sogar jetzt auch einsetzen. Nee, okay. Hätte ja sein können, dass wir irgendwie wechseln können, aber gerade finde ich es nicht heraus. Yamcha, bleib hier. Jawoll, ja. Viel hat er nicht mehr. So, Goku, da muss ich mal kurz dazwischen. Ich möchte auch ein bisschen kämpfen. Komm her. Was können wir denn aktuell? Oh, volle Kraft, Energiestrahl. Krillin hat noch einiges. Glaubst du wirklich, haben wir nicht getroffen, weil viele die anderen im Weg waren. Aber können wir eigentlich unseren Kollegen wehtun? Das würde mich halt echt mal interessieren. So. Die werden schon mehrmals auf dem Boden gelandet, Mensch. Da werden die automatisch raus. Yamcha hat es ein bisschen mittlerweile auf uns abgesehen. Aber wir haben den ja auch schon ordentlich zugesetzt. Also von daher kann ich auch verstehen. Ich flieg so oft an denen vorbei. So. Berlin, hi. Schön, dass du zu mir kommst. So. Not bad. Was ist jetzt los? Not for much longer. How many times have you... Ach, na klar. Jetzt kommt zu einem Piccolo und Piccolo dazu. Naja. Uns sollte hier nichts wundern. Haha. Ah,
Verdammt, nicht getroffen. Komm her, Piccolo. Wir haben ihn in die Ecke getrieben. Komm schon. Jetzt kriegt man den doch. Also, ich finde das so großartig. Komm schon. Zack. Und hinterher. Weiter geht's. Wir haben ihn viermal getroffen aus der Entfernung. Aber der hat ordentlich Leben. Der Kampf hat gerade erst begonnen. Du bist doch noch in der Kabine. Ich bekomme gar nicht mit, dass du mitkämpfst. Komm her. Du kannst doch nicht einsetzen. Oh, hi. Uah. Uah. Und Angriff. Ah, verdammt, nicht getroffen. Uah. Tja, hättest mich mal nicht unterschätzen sollen, Freundchen. Ganz einfach. Komm schon, gleich hammern. Viel fehlt nicht mehr. So, und hinterher. Komm schon. Ah, jetzt müssen wir auch ein bisschen was einstecken. Ah, nein, das war nicht gut. So, Goku, jetzt mach doch auch mal was. Ich kann doch hier nicht die ganze Arbeit machen. Ich kann ja noch ausweichen. Jetzt haben wir ihn, jawohl. Wie wir immer so schön in der Schieflage stehen. Rang A. Besiegte Gegner. 3 besiegt. Finisher. Harte Gegner besiegt. Meister verursachte Schaden. Meister Gegner besiegt. Levelaufstieg. Stimmt, wir haben noch andere Attribute, die wir noch verteilen müssen. Ist ein Chichi-Kostüm. Klar, das ziehen wir an. Komm, sofort. Ich möchte von Chichi das Kostüm anziehen. Unbedingt. Bitte. Anpassen. Das muss doch hier. Warte mal, Ausrüstung ändern. Wir haben noch das Chichi-Kostüm. Wo ist es denn? Haben wir sonst irgendwas bekommen? Ah, aber den konnten wir doch trotzdem einsetzen. Das verwundert mich jetzt gerade. Hm, guck mal, das Kostümfarbe können wir da noch ändern. Falls es uns mal stört. Ne, Fähigkeiten ist okay. Attribute boosten. So, Ausdauer. Hier das auch ein bisschen. Ja, wir sollten uns aber schon auf irgendetwas konzentrieren. Das setzen wir recht häufig noch ein. Aber ich wäre nicht okay, wenn ich nicht wenigstens ein was in die Gesundheit setzen würde. So, okay. So, ich möchte jetzt aber dieses Chichi-Kostüm anziehen. Was soll denn der Mist jetzt? Energiekapsel. Ja, mit Dreieck. Menno, ich will das anziehen. Weißt du, da verdienen wir etwas. Da, Chichi-Kostüm, da. Ist mir egal, dass nur die drei das anziehen können. Ich will das auch anziehen. Oh Mann. Hey. Das wäre ja dann, glaube ich, so eine Parallelquest, wa? Keine Sorge, ich speise nicht. Du siehst sowieso nicht lecker aus. Ja, wir sind ist schon Ablauf, es war schon abgelaufenes Datum und so. Ich bin Raditz, wir haben schon zweimal gegen dich gekämpft, Junge. Ein erstklassiger Saiyajin-Krieger. Naja, ich gehe auf den Planeten Erde, um meinen Bruder Kakarot zu rekrutieren. Aber anscheinend will Kakarot mir, seinem älteren Bruder, trotzen. Offenbar wollen Krieger dieses Planeten Kakarot dabei helfen. Zur Sicherheit möchte ich ein eigenes Team mitbringen. Wie wäre es, schließe dich mir an, um Kakarot zu bestrafen? Nein, ich bestrafe doch Kakarot nicht. Wie? Du weigerst dich? Also gut, für Schwächlinge habe ich eh keinen Bedarf. Hallo? Egal, ob das eine Parallelwelt ist oder sonst was, ich greife doch nicht Kakarot an. Bist du blöd? Ich tue doch Son Goku nicht weh. Ich ist mal Schluss hier. Mit so einem Mist fangen wir gar nicht erst an.
Der will da. Hä? Aber da steht wieder was anderes. Plot. Raditz sagt, in einem Jahr kommen zwei Shaker-Seilchen. Ist ja richtig. Zeit für Training. Aber er hat ja gerade gesagt, wir müssen gegen die kämpfen. Entschuldigung für das. Ja, machen wir es. Aber. Na, Son Goku ist ja nicht dabei. Den anderen können wir. Den ersten Trainer und den. Bis auf Son Gohan haben wir eh schon all den Arsch versohlt. Also von daher. Son Gohan haben wir einmal gerettet, also haben wir da eh was gut. Jetzt aber los, viel Glück. Wir haben auch noch in der Folge Zeit. Mal gucken, ob wir es. Warte mal, wo war das Zeitlimit? Natürlich wieder Tanto. Son Goku. Piccolo, das ist jetzt erstmal mein Team. Solange wir niemand anderen freischalten, ist das jetzt erstmal mein Team. Ich kämpfe deutlich mit Raditz zusammen. Ich bin blöd. Besiege Son Gohan, Piccolo. Okay, das sind die wichtigsten, die wir besiegen müssen. Alle, ja, Zeit abgelaufen. Also die sind noch gar nicht da, also müssen wir erst die hier besiegen. Wir haben doch gerade eben schon gegen euch gekämpft. Okay, wir haben eh nur eine Viertelstunde Zeit. Das passt in die Folge noch rein. Ich habe nicht mal wirklich Zeit, dem mal zuzuhören, ey. Komm her. Diesmal bist du gleich zu Beginn dran, Yamchu. Ich weiß gar nicht, wo wir uns befinden. Wir sind ach da. Jetzt habe ich mal gesehen, wo die Plattform ist. Wie weit runter können wir denn? Zack, so, den haben wir schon mal. Ja, hast du recht. Tenshin Han, jetzt bist du dran! So, und weiter geht's. Wow. Wir sollten mal den Rest einsetzen. Aber wie wirkt denn der mal? Ach, Hammer. Okay. So, wir haben noch mit. Flüchtet der jetzt? Jetzt ist er hinter geflüchtet, oder? Ihr dürft mitkommen. Okay. Son Gohan, es tut mir leid, ne? Das mache ich nur aus reiner Liebe. Dein Papa auch. Wir haben dich einfach nur lieb. Jawohl, ja. Aber ordentlich Energie hat er, ne? Oh, es tut mir so weh, den kleinen Son Gohan zu verprügeln hier. Ey, was soll denn der Mist? Oh oh, neuer Feind, Piccolo. You brat. What a bother. Welcher Piccolo ist denn jetzt mein Piccolo? So, er hat eine Fähigkeit. So, wo ist Piccolo? Der Piccolo ist es. So. Meteor Crash, ja. Ist ausgewichen, was soll denn der Mist? What's that? Where is that power coming from? Tja, ich weiß auch nicht. Ich habe Hunger, vielleicht daher kommt die Kraft. Das hast du vorhin auch gesagt. Der Sack ist einfach ausgewichen, was soll denn der Mist? Ey, Son Goku, du kannst ihn doch nicht weghauen. Nein, 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 nein. Was jetzt? Nein. Wow. Wow. Das war nicht gut. Das war uncool.
Ohne Scheiß, das war sehr uncool. Komm schon, gleich haben wir. Ah, Mist. Komm, noch einmal. Das war jetzt, glaube ich, Piccolo an Piccolo. Warnung. Sorry to bother your battle, but I'm here to put an end to it. Jetzt müssen wir echt noch gegen Son Goku kämpfen. Ich krieg die Krise. Natürlich. Ich muss allen wehtun, die ich liebe. Das ist nicht schön. Leute, das ist uncool, aber zum Glück haben wir noch 10 Minuten Zeit. It kind of feels like I'm hanging out with Piccolo. Komm her. Oh, er hat eine Menge Lebensenergie, ey. Das wird nicht einfach. Er verteidigt sich. Was soll der Mist? Nein. Und hö, lass mich los. Spinnst du? Yeah, let's do this, komm her. Wir können auch gerne hier unten auf dem Boden weiterkämpfen. Es tut mir echt leid, dass ich gerade so ruhig bin. Ich bin nur gerade mega konzentriert. Obwohl wir eigentlich noch genug Zeit haben. Und Lebensenergie eigentlich auch noch recht gut ist. Aber es tut einfach in der Seele weh, Son Goku den Arsch zu versohlen. Ah, gut, wir können es bald einsetzen. Obala. Ah, verdammt. Jawohl, der sitzt. Ah, nicht so, wie ich es mir erhofft habe, aber wir haben ein bisschen getroffen. Komm her, Son Goku. Damit musst du leben jetzt. Bleib hier! Jetzt weicht er auch noch aus. Na, solange er Spaß hat, ist es schön. Aber das ist so ein Goku. Das ist so ein Goku, wie wir ihn lieben. Und nochmal, Meteor. Nee, kann ich gerade nicht einsetzen. Wow, wow, wow. Ah, Mist. Wieder nicht getroffen. Ah, doch, ein bisschen. Ah, nein, nein, nein. Ich kann mich wegteleportieren. Nein, 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 nein. Schön unten im Krater, sehr geil. Ich finde es auch cool, dass die Kampfarenen auch recht groß sind. Kann man sich richtig schön austoben. Ultimativer Finisher. Ja, ein bisschen. Geschafft. In 7 Minuten und 33 Sekunden. Perfekt. Rang A. Neues Level. Levelaufstieg. Mischkapseln. Super Angriff, böser Strahl, du hast eine Fähigkeit gemeistert. Und dann noch Kehrtwende, die schauen wir uns, die müssen wir uns da gerade mal anschauen. So, oh, das macht Spaß. Gut, jetzt müsste der doch eigentlich zu, haben wir jetzt nicht die Mission gemacht, die er wollte? Na. Wie, Meinung geändert? Willst du mit mir? Nö, das war nur ein Trainingskampf, weißt du? Gut, meine Freunde. Dann, bleibt mir jetzt zum Schluss zu sagen, Fusion! Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal bei Dragon Ball!